Karl Maria von Weber. So hat ihn Eduard Mörike gezeichnet, den in Eutin geborenen Komponisten, ehemals im oberschlesischen Karlsruhe Kapellmeister des Herzogs von Württemberg-Oels, dann ab 1807 bei Herzog Louis in Stuttgart Privatsekretär. Webers Meinung: Wenige Städte Deutschlands haben so vorzügliche Köpfe als Stuttgart, wo der bescheidene Geist in sich selbst fortwirkt. 21 Jahre alt ist Weber, verschuldet auf der Flucht vor den Gläubigern. Im Stuttgarter Schloss findet er als Privatsekretär des Bruders des Königs ein erträgliches Auskommen. Seine Aufgabe: Geld für den Herzog zu borgen. Weber findet hier auch viele lustige Freunde und ein Mädchen. Es ist 19 Jahre alt und heißt Grete Lang. Weber nennt sie Putzikaka. Ihr widmet er die Klavierkompositionen seiner Stuttgarter Zeit. Und für sie schreibt er Gedichte. Bald möchte ich vor dir niederknien und alles dir gestehen. Bald möchte ich zitternd vor dir fliehen und dich nicht wiedersehen. Weber unternimmt gern Ausflüge ins Remstal mit Freunden, die ihn Krautsalat nennen. Und nach Schwieberdingen zum Wirt Höhner, der noch eine Rolle in dieser Geschichte spielt. Im September 1808 beginnt der Ärger. Weber hat die Frechheit, die königliche Theaterloge zu benutzen. König Friedrich, ein cholerischer Charakter, schreit ihn deshalb an. Weber wird gleich darauf von einem dicken Bauernweib gefragt, wo wohnt die königliche Waschfrau? Weber schickt sie ins Schloss. Da oben wohnt das königliche Waschweib. Die Frau steigt die Treppe hinauf, öffnet die Tür und steht vor dem König. Weber dichtet im Arrest. Verkannt, verachtet und betrogen um Trost und Ruh, schließt sich das Herz zu hart belogen auf ewig zu. In Stuttgart komponiert Weber die Oper Silvana, eine Rittergeschichte. In der Hoffnung auf die Tantiemen macht er hohe Schulden. Rund 20.000 Mark. Die Katastrophe bricht herein. Eine Kutsche beladen mit zwei Pudelspitzern und einem Kontrabass. Ihm entsteigt Webers Vater. Leicht schwachsinnig. Er unterschlägt bald 800 Gulden, die dem Herzog gehören. Weber borgt sich Geld beim Schwieberdinger Wirt. Wie die Untersuchungsprotokolle aussagen, soll er dessen Sohn durch den Kammerdiener Huber Befreiung vom Militärdienst versprochen haben. Am 9. Februar 1810 wird Weber im Hoftheater verhaftet. Man findet in seiner Wohnung herzogliches Tafelsilber. Gestohlen, geliehen, geschenkt? Das wird nie ganz geklärt. Der König lässt die Untersuchung niederschlagen. Die Webers sollen als Ausländer über die Grenze abgeschoben werden. Hier in Fürfeld bei Heilbronn werden sie auf badisches Gebiet gebracht. Weber führt von diesem Tag an ein Tagebuch über das, was er tut und über seine Ausgaben. Er tilgt auch systematisch die Erinnerung an sein Stuttgarter Abenteuer. Er will ein neues Leben führen und er beginnt es in Mannheim. Im Stift Neuburg bei Heidelberg, Ziel seiner neuerlichen Ausflüge, liest Weber ein Buch. Die Gespenstergeschichten von Appel und Laun. Die erste dieser Gespenstergeschichten erzählt vom Freischütz, der, um den besten Schuss zu tun und damit seine Braut zu erringen, mit dem Teufel Kugeln gießt, die treffen müssen. In der Wolfsschlucht. Weber findet in einer Schlucht gleich beim Stift die erste Anregung für diese Szene. Webers württembergische Abenteuer sind noch nicht zu Ende. 1811 passiert er auf der Fahrt von München in die Schweiz bei Ravensburg die württembergische Grenze. Er wird verhaftet und muss unterschreiben, nie mehr Württemberg zu betreten. Aus Stuttgart trifft der Befehl ein: Zur Fortschaffung des von Weber sind sogleich die erforderlichen Anstalten zu treffen.